Herzlich willkommen allen Freunde zu Animal Crossing New Horizons. Guck mal Leute, es regnet endlich mal. Endlich. Also kann es doch auch auf Nimmerland mal regnen. Das ist sehr, sehr schön. Echt. Heute werden wir außerdem angeln. Aber erstmal gucken wir mal hier im Briefkasten. Joanna schenkt uns was. Danke, dass du immer meine Rüben kaufst. Hier sind ein paar frische gepflückte Bambussprossen. Ja, toll. Dankeschön, Joanna, für dieses schöne Geschenk. Auspacken. Bambussprossen, so. Guck mal eben hier. Wir brauchen auf jeden Fall die zwei Angeln hier. Wir gehen gleich auch noch. Wir gehen erstmal zu Nook und Schwester stehen, ne? Hier ist Unkraut, habe ich gesehen. Und guck, haben wir Geld? Oh Gott, wir haben überhaupt kein Geld. Wir können gar nicht shoppen gehen. Das heißt, wir müssen mal eben hier die Früchte einsammeln. Damit wir zumindest die Möbel uns kaufen können. So, ich muss mal hier ganz kurz was gucken. Meilen. Und runter. So, wo war das denn? Jeden Tag auf der Insel. Okay. Dann denke ich, morgen ist es soweit. Ab morgen kriegen wir vielleicht unseren großen Laden. Ich bin gespannt. Bin echt gespannt. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Damit man hier endlich mal mehr Möbel hat und dann hier auch besser gestalten kann. Weil ich möchte auf jeden Fall nicht die Zeit vorstellen oder so. Weil das ist halt nicht Animal Crossing, ja? Also hier braucht man schon immer etwas Geduld. So ist das Spiel halt. Ich habe früher immer die Zeit vorgestellt und zurückgestellt. Das gebe ich gerne zu. Ach, Campingplatz. Da gehen wir mal kurz rein. Mal gucken, wer da ist. Och, eine Maus. Hey, ich bin Eva und werde mein Zeltchen nie wieder aufbauen, weil die Insel so cool ist. Oh, warte, ich muss das mal eben Eva schicken. Kurz Eva schicken. Oh, Eva. Du bist hier in meiner Stadt? Was sagst du dazu? Wo ist denn hier Eva? Eva, da. Warte, so. Oh, Eva. Siehst du mal wieder gut aus. Okay. Oh nein, ich habe die Liste weggemacht. Mit den Fischen? Nein, da. Oh Gott, ich hab's gefunden. Oder? Nee. Oh, Leute. Mann, ich hatte doch eine Liste hier. Oh Gott. Die finde ich doch nie wieder, oder? Okay, ich weiß zumindest einen Fisch, ja. Ne, einen Fisch. Den suchen wir heute, den Kili-Fisch oder so. Der ist im Teich. Ja. Kann ich mit dir was machen? Wie kommt es eigentlich, dass eine Mahlzeit beim Zelten tausendmal besser schmeckt als zu Hause? Dafür gibt es bestimmt irgendeinen wissenschaftlichen Namen. Kempetit oder so. Piepser. Das finde ich tatsächlich auch, Eva. Coole Vibes hier auf der Insel. Genau das richtige Setting für super Selfies, Piepser. Ja, ich sehe das auch so. Ist irgendwie draußen leckerer schmeckt. Ich weiß nicht wieso, aber ich esse trotzdem auch sehr, sehr gerne zu Hause. Weil draußen ist böse. Vor allem mit Corona, hallo? Mann. Oh, ist das schön, dass es heute mal regnet. Dann kann ich die ganzen regnerischen Insekten und, ne? Dingsi-Bumsi, wie heißen sie? Ich weiß es gerade nicht mehr. Fische, genau. Das war der Name. Da haben wir auch schon Fisch. Aber ich habe hier überhaupt keine Angel, oder was? Doch, da. Ausrüsten. So, was bist du für ein Fisch? Oh, er hat sie umgedreht. Ach, Mann, ey. So, hier aber. Oh, er wollte sofort mitkommen. Eine Dose. Danke, Fisch. Danke. Wow.
Du bist so nett gewesen, Fisch. Ich gehe mal eben hier hinten herum, weil wegen dem Rezept, ne? Und meine Batterieleistung lässt nach. Ja, muss ich dann gleich mal aufladen. Weil sonst kann ich heute Mittag gar nicht spielen. Ne? Und das ist gar nicht schön. So. Haben wir da eine Flunder. Okay. Okay. Muscheln. Okay, ich hebe euch mal auf, ja? Weil vielleicht seid ihr ja hier coole Muscheln, Riesenmuscheln. Und ich bekomme endlich mal wieder ein Muschelrezept. Das wäre sehr, sehr nett. Oh, hier haben wir auch wieder einen Seebarsch. Ja. Ich spiele ja schon so ein bisschen an der Vibration meines Controllers. Ja, toll, ne? Ja, finde ich auch toll. Ja, Moritz. Ja, hast recht. Ja, finde ich auch, ja. Mann. Ich finde es echt schön, dass es mal so regnet. Fände eigentlich auch cool, wenn es stürmisch werden kann. Also so richtig stürmisch. Das finde ich auch cool. Oder ist was? Diese Größe sind normalerweise Eier, deswegen bin ich gespannt, was das jetzt ist. Denn die Eier sind endlich weg. Okay, ein Kalmar. Kalmar. Ach ja, da gab es ja auch das Pokémon. Kalmar? Ne, Karma hab's irgendwie so. Eva! Wie beschäftigst du dich während Werbeblöcke, ich denke? Mit Anleitung. Danke, Eva. Bauklotzwanduhr. Hört sich cool an. Zeig mal her. Da, Bauklotzuhr. Cool. Sieht nicht ganz so cool aus, aber was habe ich hier denn Neues? Ich weiß es gar nicht. Ach, hier ihn hier, Agrias Falter, stimmt. Stimmt. So, euch nehme ich noch mit. So, dann nehme ich noch die ganzen Kokosnüsse hier mit und dann war es das, glaube ich. Hier noch. Ich bin gestern, also heute joggen gefahren. Da habe ich erstmal gelaufen. Bin joggen gegangen. So. Und da traf ich erstmal 2 Alkoholiker. So in meinem Alter. Also so, ich würde mal so sagen 22 circa, ja. Und die waren stockedicht, ey. Habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Und haben noch 2 Bierpullen in der Hand. Das... Oh Gott. Mir würde das ja nie passieren. Aber sagt niemals nie, Leute, ne? Das habe ich auch gelernt. Zwar habe ich... glaube ich, noch nie gesagt, aber trotzdem. Ich muss die Blumen nicht gießen. Ach, danke. Danke, Regen. Zumindest einen Tag mal nicht die Blumen gießen. So, ist hier wer? Hier ist niemand. Okay. Oh, schön, ne? Hallo. Hey, alles gut bei dir, Rumpel? Ich will plaudern. Dieser Regen ist nicht ideal, wenn man draußen joggen will. Doch ich mag's im Regen joggen, ist doch voll cool. Ich mag halt, wenn man nass wird. Kann ich dir irgendwie helfen, Kumpel? Lass uns quatschen. Du sollst gestern eine Menge Rüben gekauft haben. Bist du Rübvielzahl oder was? Wow. Danke. Wir brauchen einen Baumstamm, aber ich habe keine Axt. Ich weiß, dass es ein Tier gibt, was es nur auf dem Baumstamm gibt. Wenn ich dich nur beim Rumwuseln zuschaue, werde ich schon müde, Punk. Lass uns plaudern. Was mache ich als nächstes? Je länger ich nachgrüble, desto weniger am Tag bleibt übrig. Ja, das ist recht. Das kenne ich. Vor allem, wenn ich dann denke, oh, welche Serie schaue ich denn jetzt? Will ich was auf Disney schauen? Will ich was auf Netflix schauen? Will ich was auf Amazon schauen? Ja, das kenne ich, Leute. So, was sind die Rübenpreise heute? Kleine Kinder hier. 79, das ist leider nicht so meins. Ich will was verkaufen. Ich habe hier Kokosnüsse, Flunder, eine Dose extra für euch, Leute, ja. Riesenmuschel behalte ich, Seebarsch weg, das kann weg. Und die Bambussprossen brauche ich eigentlich auch nicht.
30.000, okay, abgemacht. Damit kann ich Sachen kaufen. Kaufe ich hier dieses Bett. Das Tatami-Bett. 2.800 nehme ich. Und ein Mrs. Flamingo. 3.000, okay, nehme ich auch mal, ja. Weil ihr es seid, ne. Und eine Kaffeetasse. Sehr hübsch, sehr, sehr hübsch. Und eine Mikrowelle, die nehme ich auch noch mit. 3.000, boah. Ist aber teuer, oder? 3.000? Na, 30 Euro, glaube ich, circa. Na, geht. Also, was haben wir, glaube ich? Höhlenfliesen ist hässlich, Weißteppichboden. Weißteppichboden könnte gut sein. Deswegen nehme ich den mal mit. Ich nehme jetzt auch mal dieses Schiff damit, weil vielleicht brauchen wir es irgendwann mal. Auch wenn es rosa ist, aber egal. Egal. So, jetzt gehen wir noch zu Sina und Chinaschen. Aber guck mal eben hier in den Meilen. Da, Geld. Und raus. Oh, gestern war es echt schön, ne? Draußen. Aber heute wird's auch regnen. Wie in Animal Crossing. Ja, yeah. Oh, guck mal da. Da haben wir etwas Schönes. Ein Fossil? Ja, stimmt ja. Jetzt kann man sich ja wieder freuen, wenn man so ein Kreuz sieht. Keine Eier, Leute. Nie wieder Eier. Naja, nie wieder nicht, aber für ein Jahr. Oh, er bastelt was für uns. Oh, Moritz, sorry, ich stecke gerade bis zum Hals in meinem neuesten Bastelprojekt. Was für ein Projekt? Sehr gute Frage. Das Produkt meiner handwerklichen Eskapaden soll eine dunkle Fischgrätwand sein. Oh, dass ich die Eingebung zu diesem Projekt im Tiefschlaf hatte, tut dabei überhaupt nichts zur Sache. Willst du mehr wissen? Träumst du etwa auch manchmal von einer dunkle Fischgrätwand? Ja, das tue ich in der Tat. An meinem Traum erinnere ich mich schon gar nicht mehr, aber ich habe mir alles in dieser Anleitung notiert. Hier, schau dir das an. Ja, danke schön. Cool. Eine Fischgrätenwand. Mal gucken, ob sie cooler ist als unsere Fischwand, die wir jetzt haben. Wir gucken mal hier. Oh. Das ist aber keine. Das ist aber kein Fisch. Schade. Pff. Und hier haben wir auch noch was. Tada. Und weg. Tschüss. So, dann gehen wir mal schnell zu Tina und Sinaschen. Er sammelt da Insekten. Cool. Hallo, Tina. Oh, hallo. Hi, grüß dich. Willkommen. Hallo, Sina. Oh, Moritz, ich habe gehofft, dass du heute bei uns helfst. Ich habe schon wieder ein Stoffdesign für dich. Hier, bitte. Alter, wie viele hat die denn? Ich habe keine Ahnung, wie viel der hat, Leute. Aber wir gehen jetzt hier mal gucken. Ja, zeig mal her, was du heute hast. Ein Cowboy-Shirt, okay. Oh, sieht eigentlich ganz cool aus. Hemd mit Kamera. Die ist halt nur so aufgedruckt, das finde ich irgendwie nicht so cool. Multifunktionszwecks, ne, die ist nichts für mich. Also den will ich auf jeden Fall kaufen. So ein Tennispulli. Sieht auch ganz cool aus. Freizeithose, ja. Mini-Strohhut. Mini-Strohhut. Der ist echt mini. Den kaufe ich auf jeden Fall. Westernhut, den will ich auch kaufen. Und Baseballhelme. Okay. Sehr interessant. Und oh, hier. Wow, das sieht cool aus. Oh, solche Schuhe, alter Schwede. In weiß hätte ich die ganz gerne. So, wir kaufen das mal und danach müssen wir nochmal kaufen. Denn die haben heute echt gute Sachen.
hier im Angebot. Ach, gehen wir nochmal rein. Also, wir haben das gekauft, dann möchte ich ganz gerne noch den, das hier haben. Dann, was war es denn noch? So ein Hut, ne? In Weiß finde ich den schon cool. Ja, in Weiß gefällt er mir. Und so eine Gasmaske. Was ist der Unterschied zwischen der, ne? Ich glaube, ich nehme die. Ja, danke. Ja, zur Kasse gehen. Ah, danke schön, aber ich möchte gerne die Maske ablegen. So. Tschüss. Oder ich gucke nochmal in den Main rein, weil irgendwas ist hier. Da ist was. Aufräumprofi. Okay. Keine Ahnung, wie ich das jetzt bekommen habe. Aber ist mir auch egal. Ich bin ein bisschen verschnupft, aber Leute, verzeiht mir bitte. So. Wir gehen jetzt hier hin. Ach, da ist sogar was. Angel. Mach mal eine Angel. Ausrüsten. Wir brauchen den Kilifisch. Den Kilifisch. Der muss hier sein. Ach gut, er hat angebissen. Ach, hat er denn so einen Zaubererhut? Oh ja, ein Flusskrebs. Oh, den haben wir auch noch nicht. Perfekt. Ich glaube, ich muss gleich noch Dings holen. Solche. Morgen ist die ganze Welt Wunderbärchen. Der Regen hört gar nicht mehr auf. Meine Sachen sind alle ganz nass. Wenn man die über eine Schüssel auszwingt, kriegt man bestimmt Suppe, die nach mir schmeckt. Oh mein Gott. Ich muss, glaube ich, Köder gleich mal holen. Ja, das muss ich gleich machen. Oder ich stelle die hier selber her, aber da muss ich die immer noch craften. Ja. Wir gehen mal eben hier rein. Mal gucken, was er zu sagen hat heute. Sie, Jesse. Jesse, hallo Jesse. Danke für den VIP-mäßigen Besuch, Fieb. Lass uns quatschen. Huhu, Moritz, sag mal, was ist denn das Leibgericht von Chihiro? Kann ich dir sagen. Oh, ich will's doch nicht wissen. Ich finde das schon selber raus. Tschüss. Okay. Das war ein Reinfall. Aber vielleicht ist jetzt ein neuer Fisch. Ja, ist er. Oh, der ist klein. Der ist klein. Und? Ja, hat gereicht. Oh, hat direkt angebissen. Ist das ein Kind? Nein, das ist eine Kaulquappe. Kaulquappe. Okay. Dann gehen wir mal eben nach Hause und holen uns Köder. Köder holen wir uns. Eine Bachschmerbe. Schmerle. So. Achso, wir müssen ja hierher. Stimmt. Damit ich den Flusskrebs hier nicht verkaufe, würde ich den gerne hier platzieren. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Da war ein Fisch. In diesem Fluss gibt es auch eine große Schildkröte. Ich weiß nicht, ob der Schatten hier schon groß genug ist für die. Aber auf jeden Fall gibt es die. Wäre cool, wenn wir die vielleicht irgendwann auch fangen werden. Aber heute ist der Kilifisch dran. Der Kilifisch. So. Bei Heuschrecken gibt es aber heute viele, ne? So, da gucken wir mal eben hier rein. Ja, noch Köder. Ich nehme mal so 20, 30 mit. Und vielleicht sollte ich dann auch noch eine neue Angel mitnehmen. Aber erstmal tue ich das jetzt alles hier ins Lager. Ne, dich nicht.
Mikrowelle, Kaffeetasse, Flamingo. Ja, ich weiß. Hallo, ich weiß. Mann, 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 Mann. Und ein Tatami-Bett. So, dann gehen wir mal. So. Da, 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 da. Ah, Mann, 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 Mann. Zumindest regnet es mal. Ich freue mich immer über Regen. Auch im Real Life. So schön das Geräusch des Regens. Ja, das entspannt mich auch total. Wisst ihr, Leute? Das Leben ist nämlich kein Ponyhof und da entspannt sowas. So, was haben wir hier? Wieder ein Flusskrebs. Okay. Wieso eigentlich Flusskrebs? Das hier ist ein Teich. Futter verstreuen. Ah? Hallo? Oh Gott, den habe ich aber versemmelt. Und? Ach, reicht glaube ich nicht aus, aber wenn er sich nach rechts dreht, dann wird es reichen. Ja, hat er. Komm. Oh Gott, ich hab zu. Och Mann, ey. Mann, ich bin manchmal zu nervös. Oh Gott, der ist aber groß. Für einen Teich. Ist der schon eine. Oh, Alter. Ich werfe vielleicht meinen Angelhaken einfach direkt dahin. So, komm. Was bist du denn hier? Was machst du denn jetzt hier? Ein Karpfen. Finde ich nicht toll. So, Futter. Okay. Diesmal habe ich gelernt. Ich mache einfach direkt dahin. Will mich der Fisch jetzt hier verarschen oder was? Nicht sein Ernst. Ach, danke. Hat aber gedauert. Hat er es überhaupt gesehen? Ja, hat er. Gut. Was ist das denn? Ja, ein Randschuh. Ach, er sieht so ein bisschen aus. Weiß nicht, mein erster Gedanke war Reitschuh. Aber Reitschuh sieht ja eigentlich gar nicht so aus. Aber irgendwie die Bäckchen oder so. Sieht echt süß aus. Das sieht cool aus. Achso, Hauptsache ich will hier schon angeln, obwohl da nichts ist. Eine Meile. Ichitikigugu. Okay. Danke. Dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Dann könnt ihr auch gucken, wann es gibt. Also den Flusskrebs gibt es immer. Und ihn hier gibt es nur zwischen 7, 8, 9 und 16 Uhr oder so. Okay. So, nochmal neuer Versuch hier. So, Rachiruchu. Hier, bitteschön. Ich hätte gern ein Kikiriki. Keine Kalkwappe. Nochmal. So, wir machen das Futter hier weg. Wenn wir es nicht schaffen, dann morgen. Dann ist morgen ein neuer Tag, Leute. Ein neuer Tag. Und der bewegt sich jetzt erst nach unten, ne? Nicht ganz. Ach, ich habe gestern Harry Potter geguckt auf Sat.1. Es war echt mal wieder schön. Von Ohren des Phönix war schon geil. Ich weiß, viele mögen Ohren des Phönix nicht. Aber ich finde den Film eigentlich ganz gut. Ich habe auch das Buch dazu gelesen, ja. Deswegen no hate an mich, danke. Nur Filme und Buch muss man trennen, Leute. Ja. Ihr dürft die nicht so arg vergleichen, ja. Ein Buch hat man ja auch nicht in 2 Stunden durch, ne? Oder hat jemand ein Buch in 2 Stunden durch, hallo? Also Harry Potter Band, ne? Also ich nicht. Ich brauche da schon ein bisschen ein paar Tage. Und ein Film, ja? Da kann man halt nicht alles reinpacken, Leute. Das muss man doch mal langsam verstehen, oder? So wie Aragorn. Da fand ich den Film auch mega cool. Danach habe ich das Buch gelesen. Okay, dann ist das Buch halt anders, ja? Aber der Film war trotzdem cool. Ja, ein Killifisch. Ach, wir haben ihn gefangen, Leute. Wir haben ihn gefangen. Das ist doch toll. Ja, das ist doch super. Dann bringen wir mal eben die Fische weg. Und morgen kümmern wir uns dann um den nächsten Fisch.
Wir müssen nach da unten. Zum Museum. Zum Museum. Super, ich bin glücklich, dass wir den Fisch gefangen haben. Wir haben. Oh Gott, jetzt habe ich den Flusskrebs. Egal, wir haben ja, glaube ich, nur einen Flusskrebs gefunden. So, hallo Eugen. Na? Ich bitte pardon. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum. Ich möchte Fossilien analysieren. Ich habe hier zwei Stück gefunden. Und jede Menge Fische. Ich glaube, drei unterschiedliche, die wir noch nicht hatten. Sehr schön. Ich bin entzückt. Man macht bla 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 bla. Ja, ja. Oh. Das eine der Fossilien hat er noch nicht. Ich werde etwas stiften. Das, das, das und das. Pachyosaurus. Was war das andere? Ein Bärenstein. Okay. Ja, bitteschön. Oh ne, ich hab nichts mehr, ich hab nichts mehr. Sorry, Eugen, ich wollte dich nicht nerven. Ja, Leute, das war's mit einem kurzen Part Animal Crossing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe nämlich Angst, dass mein Controller leer geht, deswegen möchte ich eigentlich jetzt schon direkt aufhören. Wir sehen uns morgen wieder. Heute kommt auch One Piece, ja, neues Projekt. Das gibt es zurzeit im Angebot für 15 Euro auf im Nintendo eShop. Ach, das ist der falsche Shop. Hier kann man doch nichts verkaufen. Oh. Ja, ne? Bis dann, euer Kamito. Rechts ist die Playlist, links das neueste Video. Und ich habe hier irgendwas in der Luft berührt, aber da ist eigentlich nichts. Tschüss.